meine Damen und Herren, wir haben es jetzt Mitte November, und seit mehr als einem halben Jahr sind die Schulen mit der Pandemiebewältigung beschäftigt. Und seit mehr als einem halben Jahr werden uns allen die bildungspolitischen Fehler der Vergangenheit schonungslos vor Augen geführt. Es sind Herr Lorz und die bisherigen Kultusministerinnen und Kultusminister, die Verantwortung dafür tragen, dass wir jetzt in der Corona-Pandemie die Probleme ausbaden müssen, die Lehrerverbände, Schüler- und Elternvertretung seit Jahrzehnten anmahnen. Der Lehrkräftemangel und der Sanierungsstau werden aktuell zur Achillessehne unseres Bildungssystems. In Zeiten von sich permanent verändernden Hygieneplänen, digitaler Beschulung und Quarantäneregelungen arbeiten Lehrkräfte am Limit, viele darüber hinaus. An normalen Unterricht ist nicht zu denken. Vor den Sommerferien haben wir Konzepte für Herbst und Winter eingefordert. Dass die Infektionszahlen zu Beginn der kalten Jahreszeit wieder ansteigen würden, das war leider zu erwarten. Und während der Sommerferien, außer einem neuen Hygieneplan, ist nichts passiert. Wir haben dann einen landesweiten Stufenplan mit festen Inzidenzen gefordert, damit klar ist, was passiert, wenn vor Ort die Fallzahlen steigen, ab wann welche Maskenregel gilt, ab wann Klassen verkleinert werden und Abstandsregeln gelten sollen. Der Kultusminister hat damals nur abgewinkt. Nur wegen des Drucks von der Bundesebene gibt es jetzt einen hessischen Stufenplan, in dem aber keine Inzidenzen festgehalten sind. Meine Damen und Herren, da frage ich mich schon, was soll das denn dann wirklich bringen? Und ich frage mich auch, auf welche Experten der Kultusminister sich hier überhaupt bezieht. Weil wenn es um die Frage des Schulbetriebs geht, ist es nämlich nicht mehr so weit her mit den Empfehlungen des RKI. Das fordert nämlich einen Stufenplan mit festen Inzidenzen. Hier in Hessen aber sollen stattdessen die vollkommen überforderten Gesundheitsämter entscheiden, wann welche Stufe vor Ort gilt. Und das Schulchaos, das wir gerade erleben, das zeigt doch, wie krachend Ihr Weg gescheitert ist. Und das wissen Sie auch. Vor zwei Wochen wurde nämlich von Ihnen landesweit unabhängig von dem Infektionsgeschehen vor Ort die Stufe 2 des Stufenplanes, der eingeschränkte Regelbetrieb, angewiesen. Die Stufe 3, also ein Wechselmodell aus Präsenz- und Fernunterricht, sollte, ging es nach dem Kultusminister, gar nicht mehr umgesetzt werden. Nach öffentlicher Kritik, beispielsweise aus Kassel, mussten Sie aber Ihre Verweigerungshaltung gegenüber Schulträgerentscheidungen für das Wechselmodell wieder zurücknehmen. Gut so. Denn zum 9. November waren 26.123 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Das sind etwa 3,4%. Und vor den Herbstferien, da war es knapp 1%. Seit den Herbstferien hat sich die Zahl also vervierfacht. Aber der Kultusminister hält am bisherigen Kurs ohne einheitliche Vorgaben, trotz herber Kritik von Eltern, Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern fest. Ich habe auch eine Vermutung, warum. Herr Lorz weiß nämlich ganz genau, dass die Landesregierung das vergangene halbe Jahr schlichtweg nicht die Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Sie haben keine pädagogischen Konzepte für einen Wechselunterricht. Sie haben sich im Sommer nicht um die Beschaffung von Luftfilteranlagen gekümmert. Sie haben die Frage nach der Schülerbeförderung so lange hinausgezögert, bis die Schulträger selbst nach Unterstützung gerufen haben. Sie haben die Lehrkräfte nicht mit digitalen Endgeräten ausgestattet und das Schulportal nicht flächendeckend ausrollen können. Sie haben den Schulen kein IT-Personal zur Verfügung gestellt oder sich um besonders förderbedürftige Schülerinnen und Schüler gekümmert. Es gibt kein zusätzliches Personal, keine Entlastung, kein datenschutzkonformes Videokonferenzsystem, und die Tablets aus dem Sofortausstattungsprogramm, die eigentlich für bedürftige Kinder und Jugendliche gedacht waren, kommen nicht da an, wo sie gebraucht werden. Und auch die regierungstragenden Fraktionen haben leider im letzten halben Jahr keine Initiative ergriffen, um politische Fehler aus der Vergangenheit auszugleichen. Deswegen fordere ich Sie auf, stimmen Sie dem Antrag von uns und der SPD-Fraktion zu. Ergreifen Sie Initiative, um gute Bildung für alle zu garantieren und weitere Schulschließungen zu vermeiden. Vielen Dank.